ankommt. Schau mal. Pepper, wie kommst du an dein Leckerli, an dein Futter hier im Eimerchen? Schau es dir ganz genau an. Hoppla, da sitzen noch lauter fremde Leute. Muss erst mal gucken. Ich helfe dir mal ein ganz bisschen und... Ja, nicht den Faden verlieren hier. Ja, weiterziehen. Los, los, los. Du hast schon richtig, die richtige Idee gehabt. Am Faden hochgezogen. Wie angelt sich das nach oben? Was für ein kluges Tier so eine Ratte ist, oder? Und wie es in den Händen hält. Ach, sind die niedlich. Alle Tiere dürfen übrigens gestreichelt werden nachher. Aber nur ganz kurz, weil wir heute nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, weil das Bühnenprogramm geht ja weiter. Darum jetzt nochmal Salty. Salty ist unsere absolute Kraftratte und Salty zieht jetzt diesen großen und schweren Eimer hoch. Das schafft die nämlich mit links. So, zieh das mal hoch. Ich fülle dabei nochmal. Hier den Eimer auf. So, und stell das mal alles so hinten, räum hier schon mal ein bisschen um. So, prima. Ist das nicht toll, wie diese kleine Ratte so einen großen Eimer nach oben zieht? Ich finde das immer wieder faszinierend zu sehen, wie die kleine Ratte das macht. Dankeschön dafür an Salty! Was machst du denn da unten? Komm raus da! Los, komm raus! Raus da mit dir! Komm, ich weiß, dass du das eigentlich schaffst. Ist ja ein Ding. Und das haben wir so lange. Vielleicht ist die noch nicht richtig aufgewacht heute hier. Die ist, hat bestimmt zwischendurch ein Nickerchen gemacht und ist jetzt noch nicht richtig wach und hat das deswegen jetzt nicht geschafft. Ich glaube, wir müssen die mal mit der kleinen sportlichen Übung hier richtig wieder auf Vordermann bringen, die Ratte. Da brauche ich nochmal zwei mutige Helfer dafür. Du hier vorne und der junge Mann mit der grünen Weste. Jawohl. Super. Verratet ihr auch noch uns euren Namen? Dein Name war? Bitte? Helene und? Erik. Okay, alles klar. Helene und Erik, einen Applaus nochmal für euch. Sehr schön. Und ihr dürft jetzt dieses Seil hier mal halten. Du nimmst mal dieses Ende, bleibst einfach stehen. Und du nimmst das Ende und gehst noch ein paar Schritte zurück, bis das schön straff ist. Ne? Noch zurück, 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 zurück. So, und straff halten. Zieh. So. Nicht erst, wenn die Ratte drauf ist, sonst... So. Okay, du versuchst jetzt mal die Ratte einfach zu dir zu rufen, dann balanciert die hier drüber. Das ist wahnsinnig schwer für so ein kleines Tier. Und dann wird die dabei richtig schön wach und kann sich munter toben hier, okay? Rufen soll die. Sehr schön. Ah, du darfst schon mal streicheln, die Ratte. Das hast du nämlich ganz klasse gemacht. Sehr schön. Und dann versuchen wir das nochmal in deine Richtung, okay? So. Und soll die rufen. Soll die noch ganz bisschen ziehen? Noch ganz bisschen ziehen. Zoldi! Zoldi, die hat sich in dich verliebt. Ah. So, jetzt nochmal rufen. Und Zoldi! Zoldi! Achso. Wir kürzen mal ein ganz kleines Stück ab. Und Zoldi! Ach, das gibt's doch nicht! Zoldi, hier lang! Na endlich, ja, sehr schön. Jetzt darfst du nochmal streicheln und das ist euer Applaus. Sehr schön. Guck mal, du darfst die Ratte sogar hier mal einmal auf die Schulter nehmen. Dreh dich mal nach vorne, lass dich hier nochmal bewundern von allen. Sehr schön. Toll gemacht, toll gemacht. So, kannst du nochmal auf deinen Platz schon mal gehen? Und auch du darfst die Ratte hier nochmal, ich mach das mal so ein bisschen hoch, dass das hier nicht so zwickt. So, hier mal auf die Schulter nehmen, dreh dich nochmal nach vorne. Sehr schön, auch hier nochmal. Prima. Dann kannst auch du auf deinen Platz nochmal gehen.